Bums hat es heute gemacht und das ist schon ein ziemliches Massaker, was wir heute gesehen haben. Ein Massaker, das im Drehbuch des normalen saisonalen Verlaufs überhaupt nicht vorgesehen ist normalerweise, denn der Black Friday, den die Amerikaner ja heute feiern, dieses Konsumfest, das ist nochmal ein Tag, wo dann die Aktienmärkte eigentlich relativ zuverlässig unter dünnstem Volumen nach oben gehen, weil eben viele gar nicht am Desk sind und das war heute auch vielleicht eines der Probleme, dass da die Käufer dann irgendwie nicht da waren, die sonst gerne mal irgendwie jeden Dip reinkaufen, aber es ist eben so gewesen, dass die alle auf dem falschen Fuß erwischt wurden, kann man sagen. Das hat viele sehr, sehr kalt erwischt. Das Ganze begann in Asien, ging dann in Europa mit dem DAX weiter, der heute einen rabenschwarzen Tag hatte mit über minus 4%. Und wir wollen uns mal anschauen, die Warnzeichen, die es schon länger gab, die sich aber in den Indexständen zumindest nicht so richtig manifestiert hatten. Das ist immer das die Krux an solchen Warnzeichen, du weißt nie genau, wann sie zuschlagen, aber sie waren da und das will ich Ihnen zeigen und so ein bisschen mal das Surrounding, das Umfeld der derzeitigen Situation klar machen. Schauen wir uns zunächst mal, wenn die Grafik kommt, da ist sie, sehen wir das erste Warnzeichen und das ist die positive Korrelation zwischen dem VIX, also der VOLA, und dem S&P 500. Wir haben also die Situation gehabt, dass der S&P 500 gestiegen ist, aber die VOLA nicht runtergekommen ist, sondern mitgestiegen ist. Das ist sehr, sehr selten. Hier sehen wir das. Wann das mal positiv korreliert ist, da gibt es ganz wenig Gelegenheiten. Normal ist das schon, naja, das Gegenteil eigentlich. Wenn der VIX nach unten geht, gehen die Aktienmärkte nach oben. Wenn der VIX nach oben geht, gehen die Aktienmärkte nach unten. Das war also ein Warnzeichen, dass der VIX nicht mehr runterkam, obwohl die Aktienmärkte, obwohl der S&P weiter gestiegen ist. Jetzt schauen wir uns mal zum Beispiel den weiter steigenden S&P 500 an und wir sehen unten in dieser Grafik eine negative Divergenz. Der RSI, also der relative Stärkeindex, ist gefallen, obwohl die Aktienmärkte weiter gestiegen sind. Wir haben dann zum Beispiel immer wieder Situationen, wo der RSI beginnt zu steigen, aber die Aktienmärkte noch fallen. Das ist dann eine positive Divergenz und wir sehen dann bei dieser positiven Divergenz, wo Sie die zwei Pfeile hier sehen, wie dann der S&P 500 nach oben gegangen ist. Wir sind ziemlich punktgenau bei dem Leitindex jetzt an der oberen Trendkanalbegrenzung angekommen und könnten, wenn es dumm läuft, an die untere Begrenzung laufen. Das ist eigentlich ein relativ normaler Vorgang, der historisch immer wieder vorkommt. Diese untere Trendkanalbegrenzung, die liegt um und bei so bei 4500 Punkten beim S&P 500, also um und bei 100 Pünktchen unter dem aktuellen Niveau. Und selbst wenn das passieren würde, wäre noch alles in Ordnung, solange eben dann dieser Trendkanal auch wirklich verteidigt werden kann. Ähnliches Muster beim Nasdaq, der ist sogar über seinen Trendkanal rausgebrochen, ein False Break beim Nasdaq 100 und auch hier sehen wir unten den RSI schon fallend. Wir hatten ja ohnehin die Situation, dass es die wenigen großen, schweren US-Tech-Werte waren, die diesen Index oben gehalten haben, während die Masse der Aktien in diesem Index bereits verloren hat, sogar ein extrem hoher Anteil ein 52-Wochen-Tief erreicht hatte, nämlich so viele wie seit März 2020 nicht mehr, als da ja die totale Panik der ersten Corona-Welle der Fall war. Also auch hier hat man gesehen, irgendwas stimmt nicht, aber es ist erstmal nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Und dann haben sich alle gesagt, ja, wenn nichts passiert, dann machen wir einfach weiter. Aber unverhofft kommt oft und das hat heute eben genau dieses Massaker ausgelöst. Dazu kommt natürlich, alle sind all in, alle erwarten die Weihnachtsrallye. Aktien können nur steigen, NAAIM, also praktisch die Exposure. Die amerikanischen Vermögensverwalter haben extrem hoch. Wir sehen, Geld fließt in die Aktienmärkte ohne Ende in diesem Jahr. Es kann nur nach oben gehen. Und wenn wir uns jetzt mal die Leverage anschauen, also die Hebelung bei den Aktienmärkten, dann sehen wir, die ist nahe eines Allzeithochs. Also die Leute sind wirklich Oberkante, Unterlippe praktisch auf der Longseite unterwegs, vor allem und gerade auch über Optionen. Das dürfte heute auch eine wesentliche Rolle gespielt haben, dass da manche, die mit Calls auf der Longseite über Optionen unterwegs waren, dann Schwierigkeiten bekamen. Und so
kommt es, dass das Volumen, das Handelsvolumen heute an den Märkten extrem hoch ist. Schauen wir uns hier mal den SPY an. Das ist das maßgebliche ETF auf den Leitindex S&P 500. Und hier sehen wir, das war 20 Minuten vor Handelsschluss. Heute Handelsschluss ja in den USA 19 Uhr. Ich habe diesen Screenshot 18.40 Uhr gemacht, also 20 Minuten vor dem Ende. Da wird also noch was draufkommen. Dann haben wir 76,85 Millionen Kontrakte gehandelt. Das ist mehr als seit dem 26. Oktober. Und an diesen Tagen, an all diesen Tagen, war ja die Handelszeit bis 22 Uhr deutscher Zeit. Da fehlen also die letzten 3 Stunden heute, die letzten 3 Stunden und 20 Minuten, genauer gesagt, weil, wie gesagt, dieser Screenshot heute 18.40 Uhr deutscher Zeit. Wir sehen also, da ist richtig Volumen durchgegangen, da ist richtig Saft gewesen, während vorher das, was meistens irgendwie nach oben ging, unter dünnstem Volumen passiert ist. Gut, das ist normalerweise öfter der Fall. Der Mensch ist ein Fluchttier. Wenn es brenzlig wird, dann nehmen alle die Füße in die Hand, während die Anstiege eben gerne mal unter dünnerem Volumen passieren. Aber wir sehen, das ist schon eine gewisse Aussagekraft. Und ja, wenn wir uns mal anschauen, die Märkte sind natürlich extrem teuer und sie waren für eine perfekte Welt geradezu bepreist. Hier sehen wir mal die Stundenanzahl, die man arbeiten müsste mit einem amerikanischen Durchschnittsgehalt, um sich einmal den Index zu kaufen, nämlich den S&P 500, der ja so bei um und bei 4.600 Dollar steht, also 4.600 Punkte, und das sind derzeit 129 Stunden. Wir hatten selbst auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase, also als wirklich Blase angesagt war, hatten wir um und bei 100 Stunden, die man arbeiten musste, um sich den Index zu kaufen. Hier sehen wir also diese Relation. Das ist natürlich auch eine Vermögenspreisinflation. Es zeigt aber die Unverhältnismäßigkeit zwischen arbeitenden Menschen und dem, was letztendlich an den Märkten passiert. Also diese Entkoppelung zwischen Realität und Finanzmärkten, die total gepimpert sind, eben durch die Notenbanken. Alles wird nach oben gepusht durch diese Liquidität, und irgendwann ist vielleicht auch mal diese Spanne ein bisschen zu groß. Wir sehen ein Massaker an allen Fronten. Öl, dazu gleich mehr. Wir sehen aber auch im Anleihebereich, wir sehen massive Steigerungen der Anleihekurse, mithin kommen also die Renditen deutlich unter Druck. Renditen fallen, so etwa die Zweijährige, die heute 13 Basispunkte gefallen ist. Das ist der größte Abverkauf seit März 2020. Gab es zuletzt im Februar, 28. Februar 2020 und 3. März 2020, damals auch richtige Corona-Krisen-Panik. Und hier sagt Jim Bianco zu Recht, ja, man hat lange eben diese ganze Corona-Gefahr so ein bisschen ignoriert. Die Zahlen sind ja vor allem in Europa nach oben gegangen, aber auch in den USA nach oben gegangen. Und plötzlich hat man festgestellt, oh shit, wir sind hier möglicherweise einer gewissen Illusion unterlegen. Und unten sehen wir mal die Umfrage der Bank of America, wo die großen Player, etwas über 300 ganz große Fondsmanager, die wirklich viele, viele Milliarden bewegen. Ja, was sind denn die größten Gefahren? Und da war Nummer 1 Inflation, dann Nummer 2 Leitzinsanhebungen, Nummer 3 China, Nummer 4 Asset Bubbles. Ups. Also man ist sich einer gewissen Blase durchaus bewusst. Und Corona war nur an Nummer 5. Mit 5% der Befragten haben gesagt, da sehe ich große Gefahren. Also das kommt schon ein Stück weit überraschend. Das hat die irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt und dementsprechend auch die Reaktionen. Und das wird natürlich vielleicht auch die Notenbanken beeinflussen. Das ist die gute Nachricht für die Bullen. Wir hatten ja hier Goldman Sachs, die gerne mal zur falschen Zeit das Falsche prognostizieren, die jetzt kürzlich gesagt haben, also wir werden 3 Zinsanhebungen in 2023 sehen, und angesichts der Inflationszahlen, die wir in den USA haben, ist das ja auch nicht so fürchterlich irrational, zumal die Fed eine hawkische Wende ja vollzogen hat in Aussagen von Powell, von Brainard und von vielen anderen Fed-Mitgliedern, die gesagt haben, ja, wir müssen wahrscheinlich das Tapering schneller durchziehen, wir müssen dann wahrscheinlich die Zinsen anheben, weil eben die politische Seite von Joe Biden klar gemacht hat, okay, Inflation ist jetzt ein Riesenthema in den USA, da müssen wir etwas dagegen tun. Das haben die Notenbanken, das hat die Fed dann ein Stück weit aufgenommen. Aber jetzt sehen wir, dass
hier auch die Erwartungen für Zinsanhebungen sich mit dem heutigen Tag geändert haben. Jetzt ist praktisch der Fall, dass die Märkte jetzt frühestens im September 2022 die erste Zinsanhebung erwarten. Vor dem heutigen Tag war es der Juni 2022, also 3 Monate später erst. Hier sehen wir das mal, diese Erwartungen der Fed-Zinsanhebungen, die sind in letzter Zeit massiv nach oben gegangen. Man hat mehr als 3 Zinsanhebungen sogar kürzlich, nämlich gestern noch erwartet. Also, dass die Fed dann um 0,75% insgesamt im nächsten Jahr die Zinsen anheben würde. Das ist also jetzt zumindest aus Sicht der Fed Fund Futures erst einmal nach hinten verschoben. Und wir sehen, dass ein wichtiger Treiber für Inflation heute deutlich und massiv unter Druck gekommen ist. Das ist Öl, mehr als 10% teilweise gefallen. Hier sehen wir mal den Chart. Das war schon ein richtiges Massaker, was da stattgefunden hat. Hier Derek Brower sagt mit einem gewissen Sarkasmus, also wenn das so weitergeht, dann müssen die USA die OPEC bitten, die Preise wieder nach oben zu pushen. Sie kennen ja die Zusammenhänge. Biden versucht ja die OPEC dazu zu drängen, die Produktion auszuweiten, weil der Ölpreis eben so hoch war und damit auch die Benzinpreise in den USA. Kommen wir mal nach Germania. Hier sehen wir, dass der DAX eben mit 4,15% den größten Abverkauf seit Oktober 2010 jetzt vergegenwärtigen mussten. Und unten sehen wir mal den VDAX, also die Volatilität des DAX. Und hier sehen wir eine wunderbare Bodenbildung und dann kommt der Spike nach oben. Also auch hier kommt das nicht so fürchterlich, ganz unangekündigt. Bodenbildung bei Volatilität und dann die Explosion nach oben. Welche Sektoren sind besonders betroffen? Es sind hier Travel und Leisure, also praktisch alles, was mit Reise, mit Touristik zu tun hat, mit Hotels, all diese Geschichten. Und unten sehen wir auch die Fluglinien etwa. Die Global Airline ETF, das ist seit März jetzt um 33% gefallen. Heute auch wieder ein heftiger Abverkauf. Und was haben wir noch, meine Damen und Herren? Das ist genau das Ding, was jetzt so ein bisschen ansteht. Der Druck wird größer, wieder Lockdown für ganz Deutschland. Das fordern einige Top-Virologen, wie sie hier bezeichnet werden, Kekulé und andere, die sagen, wir müssen jetzt etwas tun. Wir müssen all das jetzt unterbinden, Kontakte unterbinden, das sagen alle, also das sagen fast alle aus der Politik und das sagen eben jetzt auch die Virologen. Jedenfalls ist das das Damoklesschwert, was eben jetzt wieder über uns hängt und was natürlich auch dann die Stimmung im DAX ein bisschen verdirbt. Heute abschließend dann noch Interessantes von Madame Lagarde, die der FAZ ein Interview gegeben hat und gesagt hat, ja, wir werden handeln, wenn es notwendig ist, sicher, 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 aber schon ab Januar werde die Inflation zurückgehen. Good luck, Madame Lagarde, da drücke ich mal ganz fest die Daumen, dass das auch passiert, allein der Glaube fehlt mir. Wir haben heute ja gesehen, deutsche Importpreise mit einem Anstieg, der so krass war, dass es die Statistiker fast vom Stuhl gehauen hätte, als das reinkam. Also das ist ein Wunschdenken, reines Wunschdenken. Und wie stark dieses Wunschdenken letztendlich in der EZB verankert ist, das ist aus folgenden Aussagen von Lagarde ganz klar ersichtlich. Derzeit hält Lagarde die Diskussion um höhere Zinsen für unangebracht. Und jetzt Zitat, wenn wir jetzt die Geldpolitik straffen würden, hätten wir voraussichtlich in 18 Monaten einen Effekt, sagt sie, weil es eben diese Zeitverzögerung gibt, bis diese Maßnahmen dann wirken. Bis dahin aber würde nach unseren Prognosen die Inflation schon längst wieder gesunken sein. Ja, wie durch ein Wunder, gell? Also es gibt ja dann keine Lohnanhebungen, wir haben keine Arbeitskräftemangel, wir haben keine Lieferengpässe, wir haben eben so viele Faktoren nicht, die eben für eine dauerhaft höhere Inflation sprechen. Aber bei der EZB ist das, was Robert Halver gesagt hat, der rheinische Frohnatur, der kürzlich gesagt hat, ja, also wenn man nicht in den Spiegel schaut, dann sieht man auch die Falten nicht, die man im Gesicht hat. Und das genau macht die EZB. Wir würden Arbeitslosigkeit und hohe Anpassungskosten verursachen und hätten dennoch nicht die aktuell hohe Inflation bekämpft. Also da ist alles drauf gebaut, dass die Inflation nach unten geht. Dann wird gesagt, ja, wenn wir jetzt was tun, dann wirkt es ja eh erst in 18 Monaten. Nein, das ist falsch, denn mental wird dann ein Schalter umgelegt, wenn eine Notenbank sagen würde, wir tun jetzt etwas. Und dann ist da durchaus ein mentaler Effekt, eine self-fulfilling prophecy der Fall, die dann faktisch eben auch zu bestimmten Resultaten führt. Dementsprechend ist das natürlich alles, naja, wie soll man sagen, Trash-Talk, Bullshit, Trash-Talk könnte man sagen. Und sie lacht sich wahrscheinlich, wenn sie dann
wieder zu Hause ist, ins Fäustchen und denkt sich, mein Gott, heute habe ich aber wieder einen Quatsch erzählt. Kein Quatsch erzählt dir Daniel Stelter. So ist die wirkliche Lage Deutschlands heute. Ein Kurzartikel von mir, wo ich einen grandiosen Vortrag von Daniel Stelter über Deutschland, über das, was getan werden müsste, über das, wie die wahre Lage ist in diesem Land, wie die wirtschaftliche Lage ist, was eigentlich passiert, wenn Sie da sich die Zeit nehmen, dann kann ich Ihnen versprechen, das lohnt sich, einen der besten Vorträge, die ich jemals gesehen habe. Daniel Stelter ja ohnehin eine Koryphäe. Er hat damals diesen Vortrag kurz vor der Bundestagswahl gemacht, er büßt aber nichts an Aktualität ein. Er hat sich ja die ganzen Parteiprogramme angeschaut, hatte die Schwächen, die Probleme da sehr gut benannt und zeigt, was eigentlich schief läuft und was besser laufen müsste und wie es besser laufen könnte. Also, wenn Sie heute oder am Wochenende Zeit haben, lassen Sie sich das nicht entgehen. Das ist wirklich großartig. Werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag, hoffe ich. Bis dann. Servus und ciao.